Okay. Normalerweise würde ich einfach abgrenzen, aber nein. Nein. Das schaffen wir ohne, ne? Ich habe das noch nie gemacht übrigens, in dem Falle die Burg nicht abzugrenzen. Passt das hin? Ja, es passt gerade so hin, aber der Holzfäller muss außen bleiben. Holzfelder müssen draußen bleiben. Das ist einfach so beschlossen. Das ist nicht meine Schuld. Das ist eine Regel. Ein königlicher Erlass. Ah, mir fehlt noch ein bisschen Holz, aber es ist okay. Ja, jetzt kann ich auf jeden Fall. Ihr seht, die Produktion läuft schon sehr rund. Ich mache noch ein Haus. Mach ein paar Getreidefarmen. Okay. mein Hauptproblem in diesem Spiel. Wir benötigen mehr Holz. Okay. Entschuldigung. Machen wir ein Vorratslager mehr, glaube ich. Wir machen diesmal kein Viereck. Wir machen nur ein. Ein R. Ein R. Müssen ja auch mal abweichen und kreativ sein, ne? Es muss einfach sein. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Oh, ich kann ganz viele Bogenschützen erstellen gerade. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen sein. Bereit. Mein Bogen ist euer. Sind alle noch im grünen Bereich. Das freut mich. Ihr könnt das nicht dort. Nein, gerade in dem Moment, wo er durchläuft. Okay. Ja, man kann Leute nicht einfach überbauen. Meistens jedenfalls. Also ich meine, in KIs können sowas. der dürfte doch hier durchkommen. Ist schon okay. Das sieht schön aus, finde ich. Wisst ihr was? Das ist echt ganz nett. Gefällt mir. So dieser Modus, wo man sich das alles ein bisschen beobachten kann. Bin zur Stelle. Und zack, habe ich ihn ausgestellt. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Wir benötigen Holz. So, einen will ich noch bauen. Kommt schon. Bisschen Holz noch. Wir benötigen mehr Holz. Ich will beides bauen. Ich will eine Getreidefarm bauen und ein... Und einen Fallmacher bauen, aber der Fallmacher ist dringender. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Meine Güte, ich habe doch ein paar Holzfäller. Soll ich noch mehr bauen? Ich überlege gerade ernsthaft, was zu tun. Wir benötigen Holz. Ich glaube, ich baue noch einen. Nachdem ich die Getreidefarm aufgebaut habe. Wenn es geht. Okay, nee, warte. Jetzt. So, was ich jetzt vorhab, ist, nochmal die doppelte Anzahl, also zwei Mühlen, 16 Bäckereien zu machen und dann, hier auf plus 8 zu stellen, weil dann kann ich extrem viel Geld verdienen. Ich hatte mal
am Ende der Mission, glaube ich, schon um die 1000 Gold. Weiß nicht, ob ich es normal schaffe, aber es ist schon sehr extrem, was man hier raushauen kann an Sachen. Wir benötigen Holz. Wenn da nicht nur dieses Holzproblem wäre, ne? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, ja. Sire. Soll ich die mal hier oben hinschicken? Bogenschützen bereit. Müssen noch ganz viele hin. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. So. Ja. Rücken aus. Ein paar stelle ich noch auf die anderen Tore hin. Aber ich will erstmal die Hauptbesatzung von mir dahin stellen, damit es alles relativ stark ist. Also damit da recht viele Bogenschützen sind, die da vorne die Front verteidigen können. Eine Botschaft der Ratte. Bald schon werdet ihr vor mir um Gnade winseln. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Depös zu besiegen. Da habt ihr die erste Angriffsbotschaft der Ratte gesehen, die sie mir schickt. Das wird immer wieder vorkommen. Und ja, das ist irgendwie echt cool. Diese Sprüche, die sie dann ablassen, so, wir werden dich niederwinseln. Also niederwinseln. Die Ratte wird mich niederwinseln. Das wird super. Sie wird einfach um Gnade winseln. Nicht ich werde um Gnade winseln. Die Ratte wird um Gnade winseln und dann habe ich Erbarmen und lass mich einfach von dir schlagen, wisst ihr? Also wenn ich verliere, dann nur, weil ich Mitleid habe. Nicht, weil ich es verkackt habe. Nein. In Bewegung. Wir benötigen Holz. Ich glaube, ich wollte ein paar Bäckereien machen. Die Truppen der Ratte greifen an. Nein. Hier ist das Ausrufezeichen, kann man gucken. Das sind ordentlich viele Bogenschützen. Mein Herr? Da werden ein paar von mir drauf gehen. Das sind mehr als ich habe. Oh oh. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Ist ganz lustig, dass die aufstehen, wenn ich sie ihnen befehle. Nein! Tötet sie. Schnell, bevor sie irgendwie schießen. Nein, einer ist gestorben, siehst du? Meine Quote ist jetzt schon nicht erfüllt. Bogenschützen bereit. Na gut, jetzt kann ich auch drauf scheißen. Es ist egal, wenn meine Leute sterben. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Rechte Maus. Ja, danke. Wollt ihr mich verarschen? Der Rest von euch ist tot. Okay. Eure Befehle? Komm mal her. In Bewegung. Komm mal her. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, wir haben den feindlichen Angriff überlegt. Eure Befehle? Ja, das war jetzt sehr komisch von der Ratte. Bin zur Stelle. Von der KI, meine ich, aber okay. Ich möchte mal gleich wissen, wie viel Bäckereien ich habe. Genau genommen, kann man das nicht irgendwie sehen? Nee. Oha, scheiße. Warte mal. Wir machen das anders. Hier kommt eine Bäckerei hin und der Kornspeicher wird um 1 erhöht, damit er... Lebensmittelvorräte wachsen. Der Kornspeicher hat 250 Nahrungseinheiten und es passt einfach gerade nicht mehr und ich muss doppelte Rationen machen. Guten Morgen, es sind noch ein paar Dinger da. Ich würde sagen, eine Bäckerei kann ich bestimmt noch machen. Zählen wir mal. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ich glaube 14. Okay, ich kann auch eigentlich 2 machen. Mach.
Ach hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Okay, ein Häuschen. Zu verwalten. Okay, kein Häuschen. Einfach die Hütte hier oben hin. Direkt bei der Ratte. Nein. Hier. So. Direkt am Fluss. Es werden Rekruten. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ja. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, Rücken aus. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, wir haben jetzt... Oh, bald sind wir beim letzten Angriff. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche eigentlich nicht speichern, aber... Was soll ich mal machen? Bei späteren Missionen hätte ich mal schon längst gespeichert und irgendeinen Speicherstand benannt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich glaube, ich mache es vielleicht einfach mal. Sind auf dem Weg. Speichern. Wie nennen wir das? Mir ist nichts Besseres eingefallen. Also, einfach Rattenplage. Ach, übrigens, ich hatte ja einmal erwähnt, dass sich, dass das Spieltempo mit Plus und Minus sich verstellen lässt. Man kann auch Escape drücken, auf Optionen gehen und hier, Spieloptionen, Spieltempo machen. Es ist nur etwas umständlicher. Grafikoptionen habe ich nur zwischen 1024 und 800x600 und ich habe die höchste Grafik genommen, aber... Ich finde es nicht schlimm, dass es so eine niedrige Grafik ist. Ich finde es ehrlich gesagt besser, weil das Spiel damals für die Grafik ausgelegt war. Und es funktioniert eigentlich wunderbar, so in meiner Meinung nach. Es braucht keine höhere Grafik. Bin zur Stelle. Vollkommen okay. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Rücken aus. Und... Ja. Unsere Schatzkammer leert sich. Das ist echt schon mittlerweile eine ganz schön großgewachsene Siedlung. Und ihr seht schon, ich bin arm und verehrt. Ja, ich habe ja nur 453 Gold. Wenn ich könnte, würde ich das Brot wahrscheinlich schon verkaufen, weil ich so viel habe. Aber naja. Wisst ihr was, wir haben eigentlich noch keine Holzplattform gemacht. Ich mache Holzplattformen eigentlich nicht so häufig, weil... Eigentlich passen da nicht so viele Leute drauf. Aber. Wir benötigen mehr Holz. Aber da wir noch keine gemacht haben, warum nicht? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Ja. Was haben wir denn noch so? Haben wir irgendwas? Ja, aber ihr merkt, ne, letztes Mal hatte ich schon Probleme mit der Käsefarmproduktion und dachte irgendwie so, oh Gott, ich muss echt aufpassen, dass mir die Nahrung nicht ausgeht. Und hier, ich habe jetzt doppelte Ration. Ich habe 300 Nahrungseinheiten immer noch. Mega viel. Und ich habe 50 Bevölkerung. Es ist nicht so wenig und trotzdem produzieren die nach und nach und nach und das Brot geht nicht aus. Und ich könnte theoretisch eigentlich einstellen, dass sie eine bestimmte Nahrungsart nicht essen sollen. Das kann man machen, zum Beispiel um sich einen Vorrat anzufressen von einer bestimmten Sorte, dann man kriegt plus Nahrungseinheiten, wenn man verschiedene Variationen hat. Man kriegt plus 1, wenn man noch zusätzlich Äpfel hat, plus 2, wenn man noch zu dem Brot zusätzlich Käse und Äpfel hat und plus 3, wenn man alle 4 Lebensmittelrationen hat. Aber das geht noch gar nicht, weil wir bis jetzt nur Nahrungsart auswählen können. Ja. Eine Botschaft der Ratte. Letzter Angriff. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Pöls wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Rücken aus. Ich zittere vor Angst. Oh. Ich zittere schon vor Angst. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Bin zur Stelle.
Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Soll ich mal? Mein Herr? Ich mach das mal. Ich mach's nur einmal, aber wenn die Truppen der Ratten kommen, ich schieß einfach mal voll rein. Vielleicht treffe ich jemanden. Und warte. Eure Befehle? Ist da dieser eine Bogenschütze? Ja. Wo ist der eine Bogenschütze? Ich will ihn wegschicken. Eure Befehle? Es ist ein neuer Bogenschütze ausgewählt. Und ich weiß nicht, wie er ist. In Bewegung. Bin zur Stelle. Ja. Bogen. Die Truppen der Ratten. Ach, egal. Und. Lass die Pfeile fliegen. Ihr seht, hier oben sind ein paar neue Leutchen dazugekommen. Nein, meine Holzfäller! Rettet uns, mein Lord. Die Barbaren sind auf dem Turm. Tut mir leid. Das mit dem Retten. Ja. Tut mir leid. Hier sind neue Leutchen gekommen und das sind Baumeister. Die bauen Katapulte auf. Ja, ja. Eigentlich würde ich gerne abschießen, damit die. Fuck. Ich glaube. Ja, ich hätte auf die Baumeister irgendwie ziehen müssen. Mach die Katapulte kaputt, mach die Katapulte kaputt. Nein, wieso ist das nicht möglich? Oh nee. Siehst du, meine schöne Burg wird jetzt. Au! Jetzt sehe ich. Nein. Ja, jetzt verliere ich ein bisschen was an Truppen. Ihr merkt, dass es sehr schwer ist, oder? Oh Gott. Scheiße. Nein. Geh zurück. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist meier. Das kommt davon, wenn man eine Burg bauen möchte. Es werden Rekruten. Eure Befehle? Gut, dass ich es gespeichert habe, falls ich es jetzt irgendwie nicht schaffe. Aber ich glaube, es sind nur noch die Katapulte da. Ja. Ich will das noch aufbauen. Meine Ruine. Bevor es vorbei ist. Sonst sieht das ja aus wie, ich weiß nicht, wie Dortmund oder, nee, nicht Dortmund, Nürnberg 1945, sage ich mal, oder so, oder Berlin, wie auch immer. Eine Botschaft der Ratte. Ah, meine stümperhaften Puppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Ah. Daran lag's. Einfach den Plan nicht verstanden. Ich hoffe, ich habe nicht so viele Truppen verloren. Rekruten benötigt, wir sind siegreich, Sire. Sechs Prozent. Okay, das geht noch. Ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen. Aber ihr seht schon, das erste Mal habt ihr jetzt Katapulte in der Mission gesehen. Und das haut schon ganz schön rein. Und es waren schon so sechs Stück oder so und... wenn man die nicht abschießt oder die Baumeister abschießt, bevor sie die Katapulte aufbauen, dann ist das schon ganz schön übel. Es kann eine Burg einfach in Schutt und Asche legen. Ja, okay. Schauen wir mal jetzt das Briefing danach an. Das Glück ist auf eurer Seite. Ihr habt den Angriff überstanden und noch dazu die Herrschaft über eine andere Grafschaft erlangt. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, erreicht euch eine Botschaft, die euch zurückbeordert. Ihr seid sicher, dass den Lords euer Fortschritt zusagen wird. Ja, wir haben tatsächlich die erste Grafschaft der Ratte erobert. Und ja, dringt schon langsam in die nächste ein. Können gespannt sein, ob wir so erfolgreich bleiben werden oder... ob die Ratte vielleicht mit Hilfe der Schlange zurückschlagen kann. Ich verabschiede mich von diesem Part und wir sehen uns später. Bye bye!